So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ranger, Spuren des Lichts. Oh yeah, das letzte Mal haben wir Coco besiegt und wollen jetzt weitermachen, indem wir heute eventuell dann schon Hokus besiegen. Dazu müssen wir aber erstmal Pichu finden und dafür greifen wir einfach mal die ganzen Kisten an und wahrscheinlich kommen jetzt wieder irgendein Pokémon. Oh hoppla, tut mir wirklich leid, aber diese Kiste war eine Niete. Dann wollen wir doch mal gleich zu eurem Strafspiel übergehen. Sei vorsichtig, Chris. Naturellement. Und hier sind wieder die drei. Greif an! Okay, sind. Stimmt, es war ja nicht wie auf den Wolken. Das habe ich irgendwie schon wieder vergessen nach der letzten Aufnahmesession. Aber dennoch nichts, über das man sich irgendwie Sorgen machen sollte. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich hätte sehen können, in welche Richtung Pichu fliegt. Ist ja eigentlich auch Wurst. Sind jetzt eh noch zwei Kisten übrig. Insofern halb so wild. Ich bin aber sehr gespannt mit. Rippmann. Ich bin aber sehr gespannt, mit welchem Pokémon Hokus kämpfen wird tatsächlich. Also mit welchem oder welchen. Je nachdem, ob er jetzt mehrere hat oder nur eins. Wahrscheinlich ein Boss-Pokémon. Ditto fand ich auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Idee. Bob, weg mit dem Ranz. Tschüss. Danke, Traunmagie, und lass mich erraten. Oh, hoppla, tut mir leid, aber diese Kiste war eine Niete. Dann wollen wir doch gleich mit unserem Strafspiel übergehen. Habe ich jetzt, also entweder ich habe jetzt wirklich quasi instinktiv alle falschen Kisten ausgewählt. Oder das ist geskriptet. So oder so, eigentlich auch egal. Ja, komm. Einfach ganz viele kleine Kreise ziehen. So. Je weniger Ziele auf dem Feld sind, desto leichter wird's. Oh wow, ich habe meine Fünferkette hinbekommen. Und sogar eine 7er Kette, Wahnsinn. So. Weg mit euch. Weg mit euch. Okay, ich brauche dann erstmal wieder ein. Ach, da unten ist sogar die letzte Kiste. Erstmal wieder ein Gardevoir. Und dann schauen wir uns mal an, ob in der letzten Kiste überhaupt ein Pichu drin ist oder ob wir da getrollt werden. Verdammt, ich dachte, ich krieg's vielleicht hin. So. Haben nur zwei Umdrehungen gefehlt eben, glaube ich, oder eine. War ja eine gesteckte bereits, also schon eine verstärkte. So, Gardevoir, bam. Einmal bitte durch die Kiste durchbrezeln. Also, beziehungsweise die Kiste mit deinen eleganten Kräften. Wobei, das sieht schon ziemlich weggebrezelt aus. Also kann man dazu sagen. Hey, na? Pichu! Nein, Pichu! Hä? Du brauchst dir nicht vorzuwerfen. Ach so, ich dachte, Viola ist gerade sauer. Nein, wir haben Pichu gefunden. Ja, für das ganze allein dieser Hokus verantwortlich und nicht du. Pichu. Jetzt rein, ich habe die Nase gestrichen voll. Los, Chris, mach ihn fertig. Aber jetzt kenne ich keine Gnade mehr mit diesem Scharlatan. Also auf Julian, ja, ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Julian. Ich fange mir trotzdem nochmal einen Gardevoir, aber vielleicht. Vielleicht ist es ja nützlich. Na. Ach komm. Der eine Kreis. Egal. Trotzdem noch gut. Kreise gezogen. Oder mal Gardevoir mitgenommen. Aber vielleicht, wie gesagt, brauchen wir ja die Fähigkeit. Ich glaube, die Geistpower von Traumagie war nicht so cool. Habe ich jedenfalls gerade in Erinnerung. Ist eigentlich auch egal. Wir wollen einfach nur gegen Hokus kämpfen. Fabelhaft, ganz fabelhaft. Ihr habt das Rätsel gelöst, das war eine echte Glanzleistung, ihr zwei. Dann führe ich euch jetzt einmal einen Zaubertrick vor, mit dem man sich behende aus der Affäre ziehen kann. Na, werd jetzt bloß nicht übermütig. Mit deiner sogenannten Magie kannst du doch höchstens Kinder beeindrucken. Ja, du schmuckst aber ganz schön große Töne für jemanden, der sich bisher noch nie selbst eingemischt hat. Aber na gut, wenn ihr euch nicht für Zaubertricks interessiert, soll dies der letzte sein. Aber das ist das erste Mal, dass ich diesen Trick einem Publikum vorführe. Nehmt zwar also nicht krumm, wenn da eine Erwartung nach hinten losgeht. Schön, dann fangen wir gleich mal an. Bühne frei für den Zaubertrick des Jahrhunderts. Ich nenne ihn das Himmelhochtrugbild. 1, 2, 3. Tada! Ja. Zoro. Hä? Okay. Interessant. Er schickt uns quasi, also, naja, dann können wir aber unbesorgt Kreise ziehen, oder? Was ist das denn? Träume ich das vielleicht nur? Die Musik gerade dazu. So, was ist das Pokémon, hm? Und wumm, Latios. Oh, alles klar. Mann, ist der riesig.
Und ja, das kann man buchstäblich von einem ganz großen Spektakel sprechen. So, und was nun folgt, wird euch wirklich beeindrucken. Wird es das? Oh, ein riesiges X-Bad einfach. Okay, es ist... Okay, ich wollte gerade sagen, aber kein Boss-Intro scheinbar. Doch, dann ist das der Boss. Die Sache ist, ich habe jetzt keine Pokémon, ne? Das ist natürlich clever. Aber wie gesagt, ich kann auch nirgendwo anstoßen. So. Ist das alles? So. Wann kommt jetzt der richtige Boss, oder? Das war's nicht, oder? Als ob's das war. Verschwind Giftwolken oder greift blitzschnellen Rempelattacken an. Okay, das war wahrscheinlich irgendwie nur so ein Vorgegner. Mein großes Spektakel hat sich als gewaltiger Schuss in den Ofen entpuppt. Wie jetzt? Den ersten Schuss in den Ofen hast du getätigt, als du dich mit auf Meister Deep Ed eingelassen hast, Hokus. Liegt das wahre Glück für dich nicht eigentlich darin, mit deinen Zaubertricks die Herzen der Kinder höher schlagen zu lassen? In diesen Worten hast du mich genau in meinen Wundenpunkt erwischt, aber für mich gibt's kein Zurück mehr. Auch ein Magier stößt gelegentlich an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Meine Show endet hier, vielleicht sieht man dich aber wieder bei Spiel, Spaß und Gaukelei. Wow, das war der luschigste Boss aller Zeiten. Ganz ehrlich, dadurch, dass er uns in den Himmel geschickt hat, hat er das viel einfacher gemacht. Ich meine, gut, ich konnte keine Pokéball benutzen, aber dafür konnte ich überall... Also, ich konnte halt einfach durchziehen, weil ich nicht anstoßen konnte an Pokémon. Naja, was für eine Verschwendung. Wem sagst du das, Julian? Er hat so viel Talent, doch er setzt es ausschließlich für böse Zwecke ein. Tja, so ist das eben manchmal. Kann man nichts dran ändern. So. Ein Sieg des Todes wurde gebrochen. Fehlt nur noch der letzte. Dann gehen wir auch direkt mal nach oben. Und Axel, guck mal, vielleicht kriegen wir den noch... Na, wobei, wird schwierig. Zeig mal, was du drauf hast, Kollege. Und ganz viele Pokémon auf jeden Fall. Da seid ihr ja. Axel, sag, wo steckt euer Anführer, Meister Dibet? Ja, wo wohl? Hinter der Barriere. Hör mal gut zu, Ranger. Nein, nicht du, sondern dein vorlauter Kollege. Erinnert euch noch an unsere erste Begegnung? Damals hielt ich euch für nichts weiter als zwei kleine, unbedeutende Ranger. Hätte ich gewusst, dass es euch doch bevorsteht, hätte ich euch damals bereits eliminiert. Und zwar... Ja. Genau so. Oh, ganz schön viele Pokémon. Kommen jetzt alle gleichzeitig? Etwas. Finde ich cool, ehrlich gesagt. Zu mir gelangen müsst ihr erstmal den roten und den blauen Schalter aktivieren. Die Pokémon bewachen diese. Und solange euch das nicht gelingt, könnt ihr euch ein Treffen mit Meister Dibet sofort aus dem Kopf schlagen. Okay. Nichts leichter als das, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Diese Pokémon scheint ziemlich aufgebracht zu sein, diese armen Dinger. Ja, gucken wir uns das mal an, ne? Wir haben ja auf jeden Fall gut Auswahl. Oh, die sind alle wütend. Ja, okay, das wird dann vielleicht doch ein bisschen... Krasser. Wir fangen mal das Hariyama, aber ich glaube, wir haben noch kein Hariyama bisher gefangen. Können wir mal Gardevoir benutzen. Gardevoir, los, tu was! Alter, okay, ich glaube, wir haben doch schon mal Hariyama gefangen, wenn ich mir gerade sehe, wie schnell dich der Balken da gefüllt hat. Aber das muss schon eine Weile her sein. Nee, haben wir tatsächlich noch nicht gefangen. Greif Gegner mit Faustteam an. Einfach nur ultra effektiv. Okay, da ist der blaue Schalter. Gut, dann gehen wir noch in die Mitte. Da ist das Voluminas. Und dann haben wir jetzt ja direkt das Hariyama, um es effektiv zu treffen. So, aber ich glaube nicht, dass das alles sein wird. Na gut, wir haben auch vorhin schon das Kikli gehabt. Ja, aber mein alter Schwede. So. Bevor noch irgendwelche krassen Voluminas-Shenanigans macht. Direkt einfangen. Und damit unschädlich machen. Es konnte nicht Felsen auf seine Opfer herabregnen, ermüdet das Opfer. Gesteinspower eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde Kikli zwar ziemlich gut, aber vielleicht ist die Fähigkeit von Hariyama ja immer nützlicher, wobei ich die von Kikli schon extrem packe. Und warum wird Frosteta nicht zertrümmern 4? Das passt irgendwie gar nicht. Hat man schon mal einen Kabutops? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall noch keinen Tangolos und das fange ich mir jetzt. Das schnapp ich mir. Los, Frostedje! So. Ganz schnell die Kreise gezogen und das Ding eingefangen. So gehört sich das.
Level-Up kriegen wir auf jeden Fall nochmal vor dem finalen Kampf, das ist ganz schön. Lässt uns sich herum viele Dornbüsche aus dem Boden schießen, Opfer wird verlangsamt. Pflanzenpower. Wir haben schon Pflanzenpower. Ich hoffe einfach mal, dass das bessere Pflanzenpower ist, dass das Roserade bessere Pflanzenpower hat. Ich muss auch nur auf den Knopf hier stellen. Dann gucken wir mal ganz kurz nach, ob wir Kabutops schon haben. Anscheinend müssen wir über diese grüne Platte laufen. Na, sag, was du nicht sagst, Mann. Nee, haben wir noch nicht. Dann, aua, komm her, wollte ich gerade sagen. Komm her, wollte ich sagen, und dann muckt das Kabutops einfach auf. So, los, Areaba. Das ist einfach viel schwerer zu treffen. Als einfach so kick die zack, reinstellen, bam, und oh, trotzdem nicht treffen. Never mind. So. So. Mit Roserade und Pichu. Ganz einfach. Vor allem Roserade hat gerade eigentlich fast alles gemacht. Lässt mehrere Felsbrocken auf den Gegner herabregnen. Kabutops ist zwar wesentlich cooler als Voluminas, aber ich behalte Voluminas einfach mal für die Memes. So, okay. Im nächsten Raum werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Schalter umzulegen haben. Oder auch nicht. Okay, da war Kokos-Rätsel noch am coolsten. Ich hoffe, Axel hat wenigstens mal einen besseren Boss. Also das von Hokus, das war ja nichts gerade. Ein Boss in 11 Sekunden, ich glaube auch. Ihr seid ja nicht nur reich an Jugend, sondern auch an Mut und Verstand. So viel muss ich euch zugestehen. Aber habt ihr die nötige Muskelmasse? Am Ende kommt es immer nur auf die Stärke eines Menschen an. Das musste ich während meiner Zeit als Wrestler am eigenen Leib erfahren. Und jetzt werde ich euch genau dieselbe Lektion erteilen. Das war eine ziemlich dumme Einstellung. Aber gut, passt zu dem, ne? Alter, der hat einfach Regigigas. Okay. Regi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 gas? Wie ist das wirklich? Dieses Pokémon wurde doch vor langer, langer Zeit verbannt. Pichu! Wir, die T-Gesellschaft, haben die goldene Rüstung mitsamt ihrer unermesslichen Macht in unseren Besitz gebracht. Ihre Macht ist so groß, dass es schier unmöglich ist, sie noch zu übertreffen. Ich habe das Gefühl, dass Ed am Ende mit Mewtwo kämpfen wird, weil wir das haben wir ja schon gesehen. Regigigas, zeig ihnen, wovon ich rede. Wir haben zwei Kampf-Pokémon, das ist natürlich ziemlich praktisch. Schade, dann hätte ich das eine Kikli mal behalten. Wenn ich statt dir wusst hätte. Okay, gucken wir mal, was Regigigas so drauf hat. Ob wir hier besser Poképower benutzen können als gegen Ditto. Nachdem wie aggressiv das Ding ist. Wahrscheinlich wird es nicht besonders schnell sein. Ja, es ist ordentlich. Huch. Ach so, mit jedem Schritt. Das ist ja krass. Das gefällt mir. Das war dumm dann von mir, weil ich gerade noch gesehen habe, dass es jeder Schritt effektiv ist. Komm. Pichu, mach mal was. Voluminas, mach auch mal was. Ja, da muss man echt aufpassen. Alter, ist ganz schön. Ich kann sagen, ganz schön flink unterwegs, der Kollege. Und Pichu hilft direkt nochmal. Gardevoir, macht doch was. Das wird vor allem immer größer, dieses Gedöns von dem Typen. Komm. Hoho. Im Endeffekt aber, ganz ehrlich, auch nicht so schwer. Und da war Dingens schwerer. Das Ditto. Also Ditto war am schwersten davon noch. So, Level 47 nochmal. Schön, schön, schön. Erzeugt einen mächtigen Strahl und gibt beim Laufen Schockwellen ab. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, Leute. Tja, das ist doch nicht möglich. Wie ist euch bloß gelungen? Verlässt dich viel zu sehr auf deine Muskelmasse, aber diese Lektion haben wir jetzt erteilt. Ihr Rotzlöffel. Oh, der lässt sich nicht groß belehren. Axel ist verschwunden. Ist dafür etwa auch die rätselhafte Macht dieser Rüstung verantwortlich? Alle tot, alle ausgelöscht. So. Und da können wir jetzt bestimmt mit diesem Zeichen rein. Alle Siegel des Tors wurden gebrochen. Yeah, das ist ein Tor, was sich zuvor noch nicht öffnen ließ. Machen wir glatt. Machen wir doch glatt. Ich wollte mal eben gucken, ob ich vielleicht noch mich ein bisschen aufbessern kann. Ja, Energie oder Power. Ja, kommt immer ein bisschen Power noch. So. Jawohl. Sehr, sehr cool. Und dann sprechen wir mal mit Nehmer. Ich werde aber noch nicht reingehen.
Hi. Möchtest du deinen Funcom aufladen? Nee, der ist schon aufgeladen. Passiert jetzt hier? Achso, nein, ich wollte eigentlich noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob... Komm, wir machen das noch. So. Gar nicht so einfach für mich persönlich. Okay. Öffnen wir das Tor. Weil ganz ehrlich, danach wird halt der finale Showdown losgehen. Das ist halt klar wie Kloßbrühe. Es ist offen. Klasse. Jetzt können wir endlich durch. Ja, ich werde hier auf meinen Vater warten. Er ist immer noch nicht zurück. Ich mache mir etwas Sorgen um ihn. Wahrscheinlich hat er es wieder nicht geschafft. Also gut, Nehma. Aber du darfst dich hier nicht vom Fleck rühren, bis Taluga zurück ist. In diesem Stockwerk sollten keine Bösewichte mehr sein. Ihr wurden alle ausgelöscht von der Rüstung. Ja, in Ordnung. Aber ihr müsst auch versprechen, dass ihr immer wachsam bleibt. Okay, Leute. Ich nehme an... Die Folge wird jetzt leider ein bisschen kürzer sein, aber ich nehme sehr stark an, dass da gleich direkt der finale Showdown losgeht, ohne noch groß Rätsel oder so ein Gedöns. Und ja, da möchte ich eigentlich nicht ungern da mittendrin einen Cut machen. Deswegen gönnen wir uns das lieber in aller Seelenruhe. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken, weil wenn wirklich Mewtwo das Pokémon ist, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir Unlichtpower hätten. Ja, zum Beispiel. Schnappen wir uns nur Unlichtpower und ich glaube, ich fahre mir gleich auch noch einen Traunmagier. Machen wir halt das noch eben am Ende des Parts. So, bop. Schadet ja nicht. Ne? Also, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist sowas ganz anderes, aber ich nehme sehr stark an, dass es Mewtwo ist, wenn ich ehrlich bin. So, dann gehen wir nochmal kurz hier rein. Gibt's hier überhaupt noch? Ja, gut. Traumagier, so. Besser Vorsicht als Nachsicht, weil Kikli wird mir da nicht so viel bringen, nicht wahr? Top. Na komm. So, ich würde sagen, nicht immer verschwinden hier, Traumagier. Das ist nicht nett. Söhchen. Haben wir wieder S-Rang ohne Poweraufladung gemacht. Okay, was brauche ich denn nicht? Habe ich irgendwas doppelt? Ach, mit Slibunna hatte ich ja schon und nicht Power, ich Nase. Ja gut, dann gebe ich noch... Kikli will ich nicht abgeben, weil Kikli zu gut ist. Ich gebe Roserade, sage ich schon. Gebe Frostetia ab. Ich gebe Frostetia ab, weil die Fähigkeit eher beschränkt nutzbar ist. So. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, wir speichern jetzt hier und beim nächsten Mal... Machen wir dann hier weiter. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da bei rauskommen wird, was Edward für uns parat halten wird, wenn er überhaupt irgendeine Überraschung hat, aber ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Bis dahin, Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Ciao, ciao.